Hey zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Wir waren hier oben, wo dieses komische Vieh uns abgehauen ist und wollen jetzt an dieser Stelle weitermachen. Allerdings bin ich, wie gesagt, ein tierischer Schisser gerade und habe wirklich Angst. Ich habe richtig Angst. Kann ich hier hoch? Oh, das sah ungesund aus. Nein, ich glaube, ich kann da nicht hoch. Und, oh Gott, ich muss immer meine Umgebung jetzt im Auge behalten hier. Wie gesagt, ab hier ist das Spiel auch für mich wieder blind. Und ich habe keine Ahnung, keine Idee, wo es hingeht, wo es lang geht. Hier ist noch eine Truhe. Wetten, da sind auch nur Bücher drin. Yep. Awesome. Wenn die Bücher mir wenigstens irgendwas bringen würden, wenn ich die irgendwie lesen könnte und dadurch Informationen bekommen würde oder so, ne? Aber nein. Holy. Was ist in diesem Turm drin, mein Gott? Ich komme da aber gar nicht ran. Komme ich da ran? Keine Ahnung. Okay, ich muss da aber ran. Bitte sagt mir, dass es funktioniert. Ja, es klappt. Komm schon. Ich vermute, wegen diesem Buch bin ich hier. Jetzt wegen muss welchen? Ich es nur noch losmachen. Ah, da, das Buch. Das war jetzt ein wenig kurios. Ich habe Angst. Warum leuchtet das so? Jetzt bin ich doch in dem Turm drin, richtig? Antiker Armreif. Gibt's denn noch mehr zum Einsammeln? Komm schon, hier gibt's doch bestimmt noch mehr. Bin ich mir sicher. Wie auch immer, ich hier jetzt. Ah, da geht's weiter. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich gehe davon aus, dass diese Symbole nicht nochmal funktionieren. Oder? Nein, andersrum. Mann. So. Aber versuchen kann man es ja mal. So. Komm schon. Hey, Bingo. Die Schlüssel. Ich habe das Buch. An diese Nacht werde ich wohl noch lange denken. Ich habe ehrlich gesagt ziemlich Angst. Gerade. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber... Ich bin mir sicher, dass ich mich an diese Nacht lange erinnern werde. Wie komme ich denn jetzt da? Ah, oh, das Ding blendet. Deshalb leuchtet es so. Ach Mann! Das sind alles Sachen, die ich einsammeln kann. Irgendwo gibt es da... Ah, Schätze. Schätze, Schätze, die ich einsammeln kann. Gib mir die, gib mir die. Verdammt, bestimmt von drinnen, ne? Die Sachen leuchten so. Von der anderen Seite. Und hier? Stimmt auch von der anderen Seite, richtig? Aber da komme ich doch nicht ran. Halte Z zum Beobachten. Oh, natürlich. Wie dämlich. Da komme ich nach oben. Auf den Tisch. Und auf das Seil. Und hoch. Richtig, hier dran erinnere ich mich doch. Hopp. Nein. Lass los. Spring. Lass los. What? Was war das? Ich wette, diese Viecher kommen hier irgendwo nochmal in die Quere. Oha. Oha. Das sind Wachen. Warum sind denn da Wachen? Warum? Der Laden hier steckt doch voller Geheimnisse, was? Definitiv, aber was suchst du hier? Du hast hier gar nichts zu... Du... Warum rennen jetzt die Wachen rum? Nein, Mann! Ich will das nicht. Ich will nicht, dass hier Wachen rumrennen. Und... Bam. Ich glaube nicht, dass das gut ist, dass sie hier rumrennen. Oder?
glaubt ihr? Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Nachdem du sowas gesehen hast? Bestimmt wie ein Murmeltier. Vor allem wünsche ich dir angenehme Träume, mein Freund. Und zurück. Wie sie reagiert, wenn sie was nicht weiß. Das ist doch jetzt nicht wahr. Wer hat die Tür geöffnet? Genau das finden wir jetzt raus. Trennen wir uns, um ein größeres Gebiet abzudecken. Trennen? Das sagst du so leicht. Immerhin hast du die Fackel. Ja, weil ich beim Kartenspielen nicht bescheiße. Das ist nur gerecht. Was? Bist du immer noch sauer wegen dieses Kartenspiels? Weil ich beim Pelikan und Makrele gewonnen habe? Ja. Viel Spaß im Dunkeln. Ist ja mies. Lässt er seinen Freund hier im Dunkeln sitzen. Aber das ist jetzt fies, Mann. Warum sind die jetzt Wachen? Ich meine, ich habe ja im Vornherein schon alles eingesammelt, was hier irgendwie wichtig sein könnte. Von daher ist das jetzt nicht so schlimm. Aber ich finde es trotzdem scheiße. Jetzt sind hier natürlich die gesamten Fackeln an, Mann. Ihr seid doch blöd. Warum macht hier Licht, ey? Wir brauchen schon Licht. Ich muss da hoch. Scheiße, Wachen. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. So hungrig. Ich hoffe, der kommt nicht rein. Nein, komm nicht rein, komm nicht rein. Du kommst nicht rein. Tut auch nicht. Okay, kann ich jetzt hier lang? Thanks. Komm. Go, go. Garrett, lauf! Oh! Egal, lauf, lauf, lauf. Ich hab keinen Bock auf Fackeln. Ganz ehrlich. Kommst du jetzt oder nicht? Warum? Bist du einsam da unten? Komm schon, komm schon! Oh Mann, du bist wirklich eine Nervensäge. Dieser Ort erinnert mich an eine Geschichte. Tut mir leid, wenn ich gerade überhaupt nicht rede, aber ich bin irgendwie... Wünscht sich einen Rosengarten. Also ich hab Schiss gerade. Auf Marmor. Ich will nicht entdeckt werden. Gräber, jede Menge Knochen. Also gräbt er sie aus und baut den Marmor an. Die Knochen verbrennt er und verstreut Asche im Garten. Okay. Der Bursche war ja richtig schlau. Die Rosen sind alle eingegangen. Wie es aussieht, sind die Wachen allesamt wach geworden und haben entdeckt, dass hier jemand eine neue Tür gefunden hat und damit einen Geheimgang geöffnet hat. Das Rad dreht sich weiter, aber es bleibt dasselbe. Du bist ein kluger Junge. Das ist nicht die Schwermut. Okay. Hier war ich auch schon. Oh, da vorne ist eine Wache, Mann. Okay. Okay, Moment, ich muss mal kurz schnell speichern hier. Schnell speichern. Was kommt als nächstes? Gute Frage, nächste. Das ist doch scheiße. Jetzt Echt? Stehe ich hier in irgendeiner Grube. Ja, blöd. Du wirst wenigstens dafür bezahlt, mein Freund. Ich werde krank. Das spüre ich. Ich habe gehört, was unter der Stadt alles hausen soll. Sind das jetzt zwei oder wie, oder was? Das sind nicht nur Geschichten, was? Okay. Der dreht sich doch bestimmt nochmal rum, oder? Gehen wir einfach mal hier längs. So. Okay. Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Kann ich mich da an das Seil hängen? Ich glaube nicht. Okay. Oh, bam! Sehr schön. Wie es aussieht, warst du doch alleine. Finde ich super. Heißt also, ich kann jetzt... Was willst du denn? Warum muss ich denn da hoch? Also doch an das Seil ran. Komm schon. An welches denn? Das da? Hoppa. Komm, hoch, hoch, hoch. Und? Hoppa. So. Prinzipiell einfach nur einen Weg zurückfinden. Oh. Was?
Ach so, natürlich. Okay, das ist ein neuer Weg. Den kannte ich vorher jetzt nicht. Aber offensichtlich müssen wir uns jetzt hier so ein bisschen was zurechtbahnen. Offensichtlich sind auch die anderen Wege von den Wachen so ein bisschen nach oben. Komm schon. Rauf. Von den Wachen alle infiltriert. Straf mich, Mutter. Ich war böse. So böse. Warte! Nicht anfassen! Mein Bein schmerzt. Was ist denn los, oh, General? Gott. Ist Mami etwas zu viel für dich? Sprich nie wieder so über meine Mutter, du dreckige Hure! Au! Komm her zu mir! Was geht denn hier vor, General? Das reicht! Nehmt eure Schwarzsteuer und verschwindet! Noch einmal! Und ich schneide eure Eier ab! Fordert mich nicht heraus! Wow. Du! Drecksratte! Ich bring dich um! Dieb! Du musst die Damen besser behandeln. Das wirst du bereuen. Alles klar. Keine Kills, keine K.O.-Schläge ist mir nicht gelungen. Ansonsten, du hast das Ausnutzen der Umgebung allen anderen Mitteln vorgezogen. Offensichtlich. Weil, das war am einfachsten war. Gefundene Beute 38 von 57. Ja, war mir schon klar. K.O. geschlagene Bedrohung. 27. Das Opium, was ich verteilt habe, das galt auch als K.O. geschlagen. 5-mal Verdacht erregt, 3-mal entdeckt, 3 getötete Bedrohungen. Wen zum Henker habe ich getötet? Oder war das das Opium? Ich habe niemanden getötet. Oder? Nein. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls, ja, hätte besser sein können. Dafür, dass ich die abgeschlossen habe, habe ich wohl nochmal 250 Gold bekommen. Und ich habe 1 Stunde 18 dafür gebraucht. Meine Güte. Naja, gut. Fortfahren. Sorge nicht zu nah an Bedrohungen für Ablenkung. Ach, andernfalls schlagen sie Alarm. In Ordnung. Ja. Uff. 7 Nächte später. 7 Nächte später? Krass. Was hat er denn in der Zwischenzeit gemacht, der Gute? Das habe ich wohl schon gelesen. Oder? Ja. Hab ich schon. Hat er wieder ein bisschen was zu sagen hier? Irgendwie? Irgendwas? Wohl gerade wach geworden, hm? Okay. Ich habe hier natürlich nichts... Doch, ich habe ein paar Erstickungspfeile hier drin. Allerdings... Ja, einen habe ich gebraucht. Was habe ich? Keine Seilpfeile? Doch. Ablegen. Wasserpfeile. Hätte ich ganz gerne mal dabei. Ein bisschen Nahrung könnte ich doch hier ablegen. Feuerpfeile brauche ich in der Regel auch nicht. Lasse ich einfach mal hier. Breitkopfpfeile. Ja, ich töte hier eigentlich nicht, wenn es nicht sein muss. Von daher lasse ich die auch mal hier. Stumpfer Pfeil brauche ich. Mohn. Kann ich auch mal ein paar hier lassen, ne? Ach, ich habe noch 6 hier drin. Haha. Erstückungspfeile habe ich 10. Und nein, Quatsch. Andersrum. In Ordnung. Leuchtbombenwurf Objekt. Dann, was war das jetzt nochmal? Ich wollte Breitkopfpfeile, genau. Wollte ich sogar wenigstens 2, 3 Stück dabei haben.
Und Erstickungspfeile. Das denke ich kaum. Machen wir das mal so. In Ordnung. Was haben wir hier? Hier sind die Unikate. Ach, F1. Unikate. Das funkelnde Fehler, genau, das hatten wir schon mal. Gemälde. Deutsche Denkmaltafel in Erinnerung an die Toten, genau. Edgar, ich sehe dich in jeder Säule, jedem Torbogen. Wer ist Edgar? Allan Poe? Erinnerung an ein Steinmetz. Achso, okay. Kundenbeute. Ja, da habe ich jetzt den Ring und das Ritualbuch. Das Buch finde ich saugeil. Aber es ist natürlich das Buch aus der ersten Cutscene, ne? Aus der ersten großen. Ein altes Buch, das aus der vergessenen Bibliothek unter das Haus der Blüten, ja. Joa. Nee, ist leider immer noch nicht sehr viel dazu gekommen. Doch, da. Ein Bild. Jennifer. Basil. Nein, armer Vogel. Oh Mann, das ist doch zum Heulen. Mann. Ich will nicht, dass der Vogel tot ist. Vor allem will ich wissen, was mit Basso los ist. Ja. Achte darauf, wo Wachen sehen. An den Rändern ihres Sichtfeldes entdecken sie dich nicht so leicht. In Ordnung. Wenn du dich in den Schrank versteckst, speichert das Spiel automatisch deinen Fortschritt. Oh, cool. Interessant, das wusste ich auch noch nicht. Suchen Sie dann wirklich noch Behälter mit Fallen und kaufen zu sich Fallen. Ja. Okay, kannst du jetzt dann langsam mal... Dankeschön. Wesley Sunderland! Ihr wurdet schuldig gesprochen des Diebstahls und der Verschwörung mit den Götzen. Ich bin letzte unschuldig. Worte. Bitte ich! Oh, der Eisentyrann tötet uns! Das es ist doch nicht die Gerechtigkeit! Alles. Heftig. Wirklich heftig. Naja. Wenn er Glück hat, ist ihm direkt das Genick gebrochen. Aber ich glaube... Durch die Sache mit diesem Diebesfänger-General habe ich jetzt wirklich ziemlich viel Aufmerksamkeit auf mich gezogen und habe mir damit keine Freunde gemacht. Freunde. War der nicht immer hier? Ja, hier. Aber heute werden sie zuhören. Da unten ist noch eine Tafel. Yay. Die Dämmerung naht. Ach, tut sie das? Ich will die Tafel haben. Gib mir das. Guter Fund. Wenn es zum verkrüppelten Beric. Genau, da will ich nämlich auch hin. Weil, Basso. Aua. Oh, das tat weh. Nicht gut. Nutze die Vorratskiste in deinem Versteck, um Objekte aus deinem Inventar für späteren Nutzen zu lagern. Danke, das habe ich schon herausgefunden. Na? Komm schon.
Wo ist es? Wo hat er es hingetan? Es ist nicht hier. Nein. Was soll das werden? Garrett! Das Buch, das ihr mir beschafft habt. Es ist weg! Wo ist Basso? Der Diebesfänger-General hat ihn verschleppt. Zusammen mit einigen Götzen. Er hat's genommen. War eigentlich klar, dass der Baron das tut. Ihr meint, mein Freund wurde geschlagen und verschleppt. Nur wegen dieses Buchs. Was ist so wichtig daran? Es enthält Geheimnisse, die verloren schienen. Ich vermute darin den Schlüssel, um die Stadt und uns alle vor der Schwermut zu retten. Doch der Baron will es nicht für das Gute verwenden. Und jetzt hat er es. Besser wusste, wie wichtig das Buch ist. Zu eurem Glück ist es noch hier. Besser ist nicht dumm. Das Buch. Ist sicher interessant. Wo ist Basso? Im Bergfried, aber der ist gut bewacht. Ihr könnt nicht einfach reingehen. Gut. Ich mag Türen sowieso nicht. Es ist unmöglich. Moment. Da fällt mir etwas ein. Na los. Jacob. Loyal. Der Sache ergeben. Er wollte den Baron im Herzen treffen und hat sich daher mit dem Bergfried beschäftigt. Er kennt deinen Zugang. Wie finde ich diesen Jacob? Der Baron hat ihn in Greystone festgekettet. Als Botschaft für all seine Feinde. Gefoltert, aber am Leben. Erstmal ist mein Hehler dran. Dann euer Götze. Wir sind uns ähnlich, ihr und ich. Garrett. Ihr bringt Veränderung. Eines Tages wird das Volk euch danken. Ihr denkt zu oft an das Volk, Orion. Mal sehen, ob Orions Mann, Jacob, etwas weiß. Ich finde ihn auf dem Greystone-Platz. Begib dich zum Greystone-Platz. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass ich das jetzt tun muss. Ich habe etwas, das euch interessieren könnte. Ach, Verrat, genau. Mehr oh Mann. In Ordnung, aber ich würde sagen, ich beende dann hier an dieser Stelle mal die Folge und versuche im nächsten Part zu diesem Platz zu kommen. Obwohl, der ist 13 Meter entfernt. Braucht ihr etwas? Ach nee, gar nicht wahr. Ups. Ich guck mal kurz, wo ich hin muss. Halte X, um schneller an Seilen und Leitern und so. Ja, habe ich ja gerade gemerkt. Okay, nee, 87 Meter werde ich jetzt nicht zurücklegen. Das werde ich dann im nächsten Part tun. Und herausfinden, was die mit Basso gemacht haben. Erstmal muss ich aber leider irgendwie so einen komischen Jacob da... Ne? Ihr wisst schon, ihr habt ja zugehört. Und ich bin gespannt, was dabei jetzt rauskommt. Vor allem bin ich gespannt, was es mit diesem dämlichen Buch auf sich hat. Ja, in Ordnung. Dann beende ich diesen Part an der Stelle. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar da lassen, wenn ihr möchtet. Und auch gerne einen Daumen rauf, wenn euch das Video gefallen hat. Abonnieren vor allem nicht vergessen. Unten drückt auf den Abonnier-mich-Button. Und guckt auch mal in die Videobeschreibung, weil da sind wichtige Links drin. Denkt dran, wie immer. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part. Ich freue mich schon auf. Bis dahin. Tschüss.